Im folgenden Rechteck sind M und N Mitten von zwei Seiten. Wenn der Flächeninhalt des Dreiecks MNP 12 beträgt, wie viel beträgt dann der Flächeninhalt des Rechtecks? Benennen wir diese Länge mit x und diese Länge mit y. So haben wir Länge x, Länge x, Länge 2x, Länge y, Länge y, Länge 2y. Was wir suchen, ist der Flächeninhalt von dem Rechteck. Also 2x mal 2y, das heißt 4xy. Der Flächeninhalt von diesem Rechteck kann aber auch berechnet werden durch Flächeninhalt vom Dreieck MNP plus Flächeninhalt von diesem Dreieck plus Flächeninhalt von diesem Dreieck plus Flächeninhalt von diesem Dreieck. Also so. Wir haben x mal 2y geteilt durch 2, das ist der Flächeninhalt von diesem Dreieck. Dann auch noch x mal y geteilt durch 2, das ist der Flächeninhalt von diesem Dreieck. Und dann noch 2x mal y geteilt durch 2, das ist der Flächeninhalt von diesem Dreieck. Und wenn wir diese drei Flächeninhalte addieren, und dann auch noch die 12 dazu addieren, dann finden wir effektiv den Flächeninhalt von dem Rechteck. Also muss diese Summe genau dasselbe sein wie 4xy, da ja beide gleich sind zum Flächeninhalt des Rechtecks. Und somit stoßen wir auf diese Gleichheit. Jetzt setzen wir 4xy links rüber und die 12 rechts rüber. Also so. 4xy haben wir sofort unten und oben mit 2 multipliziert, um diese zwei Brüche subtrahieren zu können. Und somit finden wir, dass minus 3xy geteilt durch 2 minus 12 sein muss. Diese 2 setzen wir noch rechts rüber und multiplizieren dann auch noch beidseitig mit minus 1. So verschwinden die zwei Minuszeichen. Und daher wissen wir, dass x mal y 8 ist. Wir suchen aber das Vierfache von x mal y, also finden wir 32. Und somit ist der Flächeninhalt von dem Rechteck 32, was bedeutet, dass A die richtige Antwort ist. Im nächsten Tutorial werden wir eine weitere Frage der Mathematik-Olympiade beantworten.